Luxus raus, Leistung rein, Listenpreis rauf. So funktioniert Autoverkaufen bei Porsche, besonders bei den Sportwagenmodellen wie dem Cayman GT4. Und was der kann, das schauen wir uns jetzt mal an. Damit der Cayman GT4 auch ordentlich durchatmen kann, haben ihm die Weißacher Entwickler ordentlich Nüstern in die Frontschürze geschnitten. 3 Stück an der Zahl und zusätzlich, ganz in der Tradition der GT3-Modelle, einen weiteren Schlitz hier vor dem Kofferraumdeckel. Der CW-Wert dieses Cayman GT liegt bei 0,32. Das ist ein ordentlicher Wert und liegt auch daran, dass die ganze Karosserie um 30 mm tiefer gelegt wurde. Mächtige 20 Zöller Cup-Reifen übernehmen beim GT4 den angemessenen Straßenkontakt. Auf der Nordschleife rennt so ein Cayman in 7 Minuten 40 Sekunden. Das ist ein respektabler Wert. Besonders an diesem Modell die Keramikbremsen. Die sind allerdings so teuer wie ein ganzer rumänischer Kleinwagen. Es gibt ja Leute, die sagen, ein Cayman ist gar kein Porsche. Doch die sollten sich einfach mal die nackten Zahlen anschauen. 6-Zylinder-Boxermotor aus dem 911 Carrera S, 385 PS, 3,8 Liter Hubraum. Die treffen auf 1340 Kilogramm Leergewicht. Das sorgt für einen Sprint von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden. Und der endet erst bei 295 Kilometer pro Stunde. Und dass dabei der Cayman nicht abhebt, dafür gibt es serienmäßig einen Spoiler aus Carbon. Ganz so spartanisch muss der Cayman GT4 nicht ausgestattet sein. Zumindest an unserem Testwagen sind fast alle Optionen verbaut, die die Preisliste hergibt. Volllederausstattung, Sport-Chrono-Paket, Kontrastziernähte, Alcantara. In der Mittelkonsole Navigationssystem, Klimaautomatik und mir besonders gut gefallen die Carbon-Sitze aus dem 918 Spider. Neben dem Gaspedal gibt es noch 4 Spaßknöpfe hier in der Mittelkonsole. Die Sporttaste sorgt dafür, dass Zwischengas gegeben wird beim Runterschalten. Der nächste Knopf ist für die Dämpferverstellung. Dann kann die Stabilitätskontrolle ausgeschaltet werden. Das ermöglicht größere Schwimmwinkel. Und wer die Stabilitäts- und Traktionskontrolle, den letzten Knopf, betätigt, der ist ganz allein auf der Rennstrecke ohne elektrische Helferlein. Porsche hat den Cayman weiter geschärft. Der GT4 ist das neue Topmodell der Baureihe. Und an wen richtet er sich? Ganz klar, sportlich orientierte Fahrer, die das Wochenende gerne auf der Rennstrecke verbringen. Bleibt die Frage, was kostet der Spaß? Inklusive Überführung knapp 88.000 Euro.